Nach meinem wunderbaren Frühstück möchte ich dir heute zeigen, wie ich meine Figuren gestalte oder die Köpfe. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber einige von euch haben in die Kommentare reingeschrieben, sie würden das gerne mal sehen. Und ja, das mache ich heute. Ich habe mich bis jetzt dagegen gesträubt, weil einfach, wenn ich gerade Figuren mache, da brauche ich meine Ruhe und das kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütten. Also das heißt, ich muss wirklich auch in Stimmung sein und es muss passen. Und zum Filmen ist es auch relativ mühsam oder schwierig halt, weil eben wie gesagt, ich mache hier alles selber und dann, damit du das siehst, wie ich das mache. Aber ich hoffe, ich kann das so umsetzen, dass du was davon hast. Ich werde dir heute zeigen, wie ich meine sogenannten Schrumpfköpfe mache. Das ist wirklich rein aus nur Pulp, ohne Aufbau. Ich finde das einfach noch witzig zu machen, auch mit Freunden oder mit Kindern. Weil, wie der Name schon sagt, das sind Schrumpfköpfe. Und sie schrumpfen fast um die Hälfte zusammen und durch das verzieht sich das Gesicht. Dann würde ich sagen, wir legen los und ich nehme dich mit bei der Gestaltung meiner Schrumpfköpfe. Thank you.
Aber ich hoffe, du hattest einen kleinen Einblick, wie sowas entstehen kann. Es ist ja nicht mein Sinn, dass dieser Kanal ein Lernkanal ist, sondern es soll einfach lediglich immer nur eine Inspiration sein. Von dem her, wenn du da tiefer in die Materie rein möchtest, dann komm ins Atelier. Wir sind immer eine lustige Bande. Da kann ich dir natürlich Schritt für Schritt zeigen, wie sowas geht. Aber wie gesagt, im Video ist das relativ schwierig. Das ist ganz was anderes, als wenn ich Schalen und Gefäße und Vasen und solche Sachen mache. Das geht natürlich sehr gut. Aber Köpfe, das ist... da brauche ich Ruhe und Zeit. Und zum Mitgliederbereich, der sollte nächste Woche aufgeschaltet werden, wenn alles klappt. Und dann mal schauen, wie sich da das entwickelt. Ich habe auch keine Ahnung, für mich ist das absolut neu. Mal schauen, und wenn das funktioniert und allen Spaß macht, dann werde ich das beibehalten. Ansonsten, ja, ich lasse es auf mich zukommen. Okay. So würde ich sagen, das war's. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Die Sonne scheint gerade. Ich hoffe, es bleibt so. Und dann sehen wir uns sehr bald wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Und aus dem mache ich noch was Schönes. Irgendwas.